Das kriegen wir nicht weg, aber da fahren wir drüber. Das ist gut. Da können wir nichts, das machen wir platt. Stück hoch, so. Du lenkst. Und weg damit. Vollgas, Geschwindigkeit nach. Na? Alter, sollen wir den hier nicht rauskriegen? Aber wir brauchen den doch, warte mal. Warum sonst sollte die Tür mit Strom aufgehen? Ist mir gerade ein Rätsel. Das Ding liegt hier echt nicht ohne Witz, ne? Also. Vielleicht müssen wir gerade dran fahren und den mit dem. Direkt mit dem Reifen drüber. Nein, mit dem. Oh, na, Gabel vorne. Dass wir den mit der Gabel erwischen müssen oder so. Kann ja sein. Könnte das Ding nicht hochfahren? Ja, können wir. Ich meine, das den Gabelstapel an sich, also das gelbe Teil. Aber eigentlich eher runter, oder? Wollen wir einmal versuchen, nochmal drüber zu ballern? Oder direkt Weil ich hinterher? glaube, das hat blockiert. Ich erwische es. Warte einen Moment, ich war aber nicht lange genug dran. Jetzt dreht sich's. Und halt. Oh, andersrum. So. Jetzt habe ich den Hebel auch richtig. Alter. So. Gottes Willen. Ja. Damit wir Stopp, jetzt stopp, festhängen an der stopp, Tür stopp, stopp, stopp. mit dem Hinterreifen. Ist gar nicht so einfach. Ist. Scheiße, wir haben ihn aufgehangen. Steht zurück. Geht nicht mehr. Wir sitzen auf. Okay, Moment. Okay, vielleicht hättet ihr doch nicht runter drüber fahren dürfen. Wer wären wir denn, wenn wir nicht zwei Fahrzeuge hier hätten? Ich ahne nichts Schlimmes. Baby, Michelle. Gabel runter, ist die unten? Ja, ne? Ja. Bin draußen. Wozu denn auf die normale Art, wenn man auch die Taylor Joe Art hat? Ja, das kennen wir ja alles noch von LS, ne? Ja, genau. So, jetzt sollten wir auf jeden Fall mit geschmeidig Anlauf mittig durchfahren. Also auf jeden Fall nochmal zurück. So, gleich ist der Strom vom Gabelstapler leer. Machst du Gabel nochmal ein Stück hoch? Ich hab Obwohl, wenigstens. wahrscheinlich gerade, ich weiß nicht, geht der Baum hoch dabei? Ich treffe diese Dinger nicht jetzt. So, oder? Ja, jetzt nur noch gerade lenken. Achso, und die Gabel auf jeden Fall noch hoch. Ich glaube, damit liegen wir schon wieder auf. Treffe dieses Lenkrad nicht. Mit dem schwankenden Lenk. Jetzt habe ich, oder? Jawohl.
Lenkrad habe ich. Ich lasse es nicht los. So. Achtung! Warte. Auf geht's. Und vollgas. Jawohl. Stopp! So, jetzt können wir. Das Ding ist, ich weiß halt nicht. Wir brauchen erstmal die Kabel hier, ne? Stell dich mal auf die Gabel. Aber wenn du das wieder rausziehst, ist doch. Nein, wenn er sich auf die Gabel stellt, kann ich ihn hochfahren bis zu dem. Ja, wir haben aber keine Kabel mehr. Ich meine die Kabel. Wenn er die jetzt rauszieht, ist das Tor da wieder zu, oder? Egal, wir holen uns erstmal. So, ich stehe. Ich weiß auch nicht, ob ich so weit hochkomme mit dem Ding. Einfach mal ausprobieren. Bin schon, einfach Vollgas hoch. Geht's hoch? Nee. Jetzt. Hör, geht die nicht? Nein. Dann schubsen wir die jetzt um. Also, gelenkt ist, gib ihm. Soll ich erst nachgucken, ne? Soll ich erst nachgucken von hinten? Geht nicht umzuwerfen. Hä? Ich verstehe gerade gar nichts mehr. Ja, wir brauchen eigentlich die Kabel. Warte. Wenn wir den wenden, den Stapler, dann kann ich dir die Tür aufhalten. Du kannst in aller Ruhe den Akku holen. Genau. Beziehungsweise, du müsstest damit eigentlich nur wieder zurücklaufen. Ich halte dir die Brücke auf. Ist das jetzt dran? Nee. Nein, das ist nicht. Komm schon. Bitte. Jawohl. Das ist leer. Ah, doch nicht. So. Willst du Brücke machen oder willst du mit dem Akku laufen? Du kannst die Kiste holen und geben. Die Kiste braucht. Die kann ich auch mitbringen, aber wir brauchen ja die Kabel. Also komme ich damit mal zurückgelaufen. Wenn ich dir da nicht, wenn ich dir hier in die Kiste reinstelle, unter diese Türe, die du jetzt gerade zugemacht hast, komme ich nicht durch. Ja, also die Kabel, ja, ich bringe aber den ganzen Akku mit. Nein, auf diesen schwarzen Stein, auf den wir drüber gefahren sind. Da kannst du ja eine Kiste draufstellen. Ja. Und dann passt ja der Akku und die Kabel locker noch durch die Türe. Das wäre richtig. Ich bringe den Akku, die Kabel mit und zwei Kisten. Was hältst du davon? Schau doch mal mehr. Ich biete euch das Bastard. Nein, ich habe das und das. So, ich hol die andere Kiste. Ich lasse dich rüber. Stimmt, du kannst da hinten noch raus. Ich hab gedacht, die Tür da hinten ist zu. Nee, die ist offen, dank der Kiste. Ich hol den. Moment, erstmal müssen die Kabel noch aus der Tür raus. So. Dann haben wir hier noch eine Kiste und dann habe ich hier noch einen Akku und Kabel. Also wir hätten dann eigentlich genug. Wir haben den Stapler, wir haben haufenweise Akkus und Kabel und Kisten. Irgendwie müssen wir doch dann zurechtkommen. Wir vernetzen das alles zusammen, ey. Wir haben unser eigenes Kraftwerk. Ja, scheiß auf die Kohleöfen. Zu viel Arbeit, zu viel Schmutz. Ich glaube, das soll aber alles so nicht. Ich glaube auch nicht, dass das so soll, aber ich suche jetzt nach einer Lösung. Sauberpräne, geh. nein, Kabel. Ja, das ist bestimmt ganz simpel alles. Ja. Macht's voll kompliziert. Ich wette auch.
Weil wir wahrscheinlich aber auch einfach schon viel zu lange zocken und viel zu kompliziert denken. Ich war früher in der Schule bei mir auch so. Ich habe immer die Schwierigkeit darin gesucht. Einfache Lösung und ich glaube, ich habe da nicht dran geglaubt. So. Jetzt nehme ich noch die Kabel mit. Kabel 1. Kann man ein Kabel mit einem Kabel verlängern? Nee, leider nicht. Ich hätte die langen Kabel auch noch holen können, theoretisch. Aber ich glaube, die brauchen wir nun wirklich nicht. So, also, wir haben hier eine Kiste. Gucke mal. Also, Müllpacker ist ein Witz dagegen. Dann haben wir einen Akku mit zwei Kabeln. Ich hoffe, die Kabel sind noch dran. Ich sehe die nicht mehr. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Die hängen. Ah, doch. Ja. Oh. Ungeschickt. Aha. Wow. Scheiße. So, dann haben wir das. Der Hund war einkaufen. Jetzt gibt's Licht in der Hunde. Da drüben. Jäger und Sammler halt. Und eine Kiste noch. Und irgendwie kommen wir dann da oben an den Akku dran, den wir wahrscheinlich gar nicht mehr brauchen. Weil wir 8000 Akkus hier haben. Weil die Öl von alleine angegangen sind und die Kühlhülle schon abgebrannt ist, wir neu holen müssen. So. Haben wir alles. Das wär's. Öfen sind angegangen, Kühlhülle ist abgebrannt, wir müssen neu holen. Genau. Jetzt, würde ich immer noch gerne wissen. Der Stab, der tanzt. Bei mir steht der. Oben die Kabel. Die Kabel, die zuckt bei mir total. Ein bisschen, ja. So, jetzt gucken wir mal, ob wir die Kisten hier. Wobei, das wird nie im Leben halten. Das muss. Machen die Kabel drin, machen Knoten rein. So. Und so ein Schisscontainer. Ja, die hätten wir jetzt gebrauchen können. Ah ja, wir haben einen LKW. Draufladen und weg. Eine zweite Kiste und fallen sie dazwischen. Das hält niemand. Doch, 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 doch. Zwei Kisten nebeneinander, das fehlt. Und was soll das denn bringen? Dann ist er höher. Wenn die mir nebeneinander stehen, nicht. Aber übereinander glaube ich nicht, dass das hilft. Ja, ich auch nicht. Guck mal, wie wackelig das ist. Pass auf, ich jump da jetzt drauf. Dann ist Kiste runtergeflogen. So. Moment. Ich glaube nicht gerade. Gib mir. Reich die mir mal hoch und gib mir die mal in der Hand. Die Kiste? Ja. Müsst du dir jetzt den Boot runterwerfen? Eine Stange, na cool. Hab ich. So, und dann bergauf bitte. Und es war gerade zu gut. Jetzt kommt Stabelfahrt zum Schluss. Ja. Geh fort. Nein, auch nicht. Es geht nach Hause. Habe ich gerade nur das ein Problem. Aber das kriegen wir hin. Nein! Verdammt! Es war so knapp. Ich muss weiter vorne ran mit der Kiste. Dann wird das auch was. Ich komme wieder runter.
So, dass ich am besten gleich rüber marschieren kann. Die ist jetzt genau zwischen den... Ne? Ja. Warte mal, ich guck mal, ob sie lebt. Ne, ist genau dazwischen. Ja. Dann muss ich die jetzt nochmal auf ein Ding hier ausbalancieren. Auf eine Gabel. Ey, wir kommen auf die Tür. Wenn die doch, wenn du die genau in die Mitte stellst und ich dich nur kurz bis ganz oben hinbringe. Hm, kann nicht mehr klappen. So. Du müsstest mir die Kiste gleich wieder in die Hand geben hier. Jawohl. Während ich mal auf die hier drauf jumpe, versuche. Ei, ei, ei. Nein, wie habe ich das eben gemacht? Dass sie stehen geblieben ist. Geh vor den Stapler. Richtung Mauer. Da kann sie nicht runterrutschen, ne? Zur Seite, was? Alter. Das hat das Spiel bestimmt so nicht gewollt. Na, was ist denn jetzt hier mit der Ölen Kiste? Eieieiei, ist das wackelig. So. Okay. Hab ich. Mal loslassen. Übergewicht. Scheiße, ich will da hoch. Was haben wir vergessen, verdammte Axt? Ich meine, wir haben ja jetzt genug Kisten hier, ne? Warte mal. Ist hier drüben in den Räumen noch irgendwas, was wir übersehen haben? Da brauchen wir noch eine Kiste. Können wir auch einen Akku für nehmen? Haben wir genug? Ohne Kabel. Ich sag mal, ich glaube, die Akkus sind breiter, kann das sein? Mhm. Wer ist denn der Kollege schon wieder? Den nehmen wir und setzen den auf den Drücker, schon braucht man keine Kiste. Ey, mach keinen Mist. Der Stapler. Ach, verdammte Shit hier. Ich hab noch eine Kiste hier. So. Habe ich. Ich stehe sogar. Was ist das für ein Marsmännchen? Ich habe keine Ahnung, aber der sieht lustig aus. Der Spacken, Alter! Idiot, raus mit dir! Bongo Apollo, Junge! Weg mit dem! Oh Mann, der hat alles kaputt gemacht. Egal, dann gehe ich jetzt gucken, was hier hinten, ob wir hier noch was vergessen haben. Wobei ich halt irgendwie schon glaube, dass wir hier nichts vergessen haben, dass wir einfach nur massig Kohle reinhauen müssen. Können wir ja machen, so kein Ding. Ey, wir haben jetzt schon eine LKW-Ladung, ne? Ich sag halt mal, es ist gar nicht gerade wenig, was wir da schon reingeworfen haben, oder nicht? Ja. Du kannst ja auf jeden Fall schon mal mit einem Akku die Tür wieder öffnen. Das wäre schon mal, glaube ich, gar nicht schlecht. Dann haben wir auf jeden Fall die wichtigen Türen jetzt alle offen und frei.
dachte, ich hätte so solche Kabel rechts und links hin machen müssen. Guck mal, was schmort. Hier haben wir auch einen Akku rausgezogen. Den habe ich hier. So. Ich kann den Stream eigentlich aufzeichnen oder wird er gar nicht gespeichert? Was wird nicht gespeichert? Das, was wir jetzt hier gerade zocken. Ja doch, auf YouTube wird es gespeichert, auf Twitch auch, aber nur 30 Tage, glaube ich, auf Twitch. Ist schön. Scheiße. Brauch ein Kabel, ein rotes. Das hier ist eingeklemmt, das kriege ich nicht raus. Ich bin ganz, ich bin ganz. Ist er nicht so, dass er keins hat? Aha, da ist er. Oh, Baum voll gegen Stapler gerannt. Jo. Supi, danke. Kriegst du gleich wieder. Mit einem leichten Knick drin. Wie er das aber auch trägt, so, bloß nicht anfassen. Das könnte gefährlich sein. Wo ist denn das Kabel? Das ist das, was, wo wir den Akku hier rausgezogen haben. Das klemmt in der Tür fest. Na, das ist doch kein Kabel gebrochen. Ja, nee, das sind gute Kabel. Ich glaube, das funktioniert schon. Ich möchte dieses Kabel nehmen und was nimmt der sich die ganze Kiste? Geht das nicht? Ist verbuggt, wa? Ist fest betoniert. Wir haben ein rotes Kabel zu wenig. Weil das hier in der Wand buggt. Jeder an einem Ende und ziehen. Oh, ja, siehste. Guck mal, Manpower hier. Wo haben wir jetzt eigentlich die Kabel noch her? Das sind die, die da oben in den Akku gehören. Ich glaube eher, die gehören zu dem Akku, der hier neben dem Stapler lag. Ja, aber die haben wir jetzt ja über und da oben ist der Akku, der über ist. Weil wir uns jetzt ja notbeholfen haben. Ich habe ja alles zusammengekramt, was wir noch hatten. Ja, also eigentlich, wir können hier nichts vergessen haben. Beim besten Willen nicht. Ich weiß zwar bis jetzt immer noch nicht, wie man da oben rankommen soll. Es ist mir ein fucking Rätsel. Die Frage ist, wo willst du den noch anstecken? Der würde jetzt eigentlich ja hier an die Tür gehören. Gibt's hier was? Was ist da eigentlich hinter dem Kraftwerk? Okay, jetzt bin ich erschrocken. Warum? Weil ich im Kraftwerk bin. Im Kraftwerk? Was ist denn da unten? Im Raum. Sag mal, nur mal so. Ist hier vielleicht schon genug Wind? Ah, es war umsonst die ganze Zeit. Oder auch nicht, das ist noch nicht genug Wind.
komme nicht hoch. Wo bist du denn? Ja, hier im reingesprungen Turbinenhaus, ja. Wir brauchen mehr Power. Das reicht definitiv noch nicht. Ja, aber der eine Ofen ist auf Anschlag. Ja, und was ist mit den anderen? Die sind aus. Wir müssen da irgendwie gehen. Meine Fresse, ist das ein Krampf, die Kohle da reinzukriegen. Vielleicht ist es ja auch aber ey, ganz ehrlich, wenn man das alleine spielt, komplett alleine die ganze Kohle schleppen. Das ist in mir. Was? Wow. Bist jetzt auch reingekrabbelt. Ich bin aber ganz, ganz hinten in den großen Kühlturm rein. Ganz hinten? Und ich flog ganz, ganz hinten und ich flog ganz, ganz weit. Er lebt sie schon kurz zu den Tapas. dann noch weiter hinter raus. Okay. Gut, das ist nicht korrekt, weil du siehst ja da oben die drei Türme, die haben ja auch das Exit-Zeichen. Da geht's auf jeden Fall lang. Die brauchen Dampf. Hin? Aber was ist hier? Das habe ich noch nicht gesehen. Oh. Mhm. Guten Flug. Jau! Alter! 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 Oh, fast in den richtigen Turm geflogen. Oh Gott, ich ahne es Schlimmes. Dann ziehen wir nochmal richtig, oder? Also einmal versuche ich das noch. Wenn ich da jetzt reinfliege, oder nochmal so knapp, dann können vielleicht wir das so abkürzen. Vielleicht müssen wir nur genügend Schwung kriegen. Obwohl das auch wieder nicht der richtige Weg ist. Muss ich hin? Da muss ich hin. Da muss ich hin. Zum. Nee. Man fliegt immer wieder an dieselbe Stelle, das wird also nix. Ich bin auch so gelandet. Aua. Vor allem, wo du hinfliegst, ist ja lustig. Es kommt darauf an, welche Richtung du unten reinläufst. Achso. Fliegst in die Richtung. Wo auch immer hin. Schaufeln wir weiter. Wir schaufeln weiter. Bis keine Kohlen mehr da. Ey, irgendwann muss das doch hier mal losgehen. Liegt so viel Kohle drin. Dann ein Stück. Irgendwie verstehe ich das nicht. Gibt auch kein Ventil oder so. Oder musst du auf den Ofen irgendwie den anschalten irgendwie? Aber wie willst du da hochkommen? Vor allem, der hat, als ich das erste Stück Kohle hier reingeschmissen habe, hat der auch ein Signal gegeben. Aber dann sind die nicht angegangen. Kann man eigentlich die Kohle hier wieder rausholen? Vielleicht ist auch irgendeine Verbindung nicht richtig von dem zu den anderen. Ich gebe dir mal glühende Kohle hier aus dem wieder raus. Vielleicht brauchen wir die noch in den anderen. Und ich fasse die an. Ja.
Ich stehe im Ofen und fasse die an. Gut. Schön, dass man hier drin gar nichts sieht. Und ich nehme schwarze Kohle und gehe die nicht mehr glühen. Also ich habe echt keine Ahnung. Ich verzweifle hier bald. Darf man sich echt nicht angucken, was wir hier fabrizieren. Also ganz ehrlich, wenn wir das jetzt nicht bald hinkriegen, dann gebe ich auch auf und ich werde nachgucken, wie das geht. Und wenn es irgendwas Banales ist, dann will ich es gar nicht wissen. Dann wirst du es beim nächsten Mal sowieso erfahren, wenn wir das Level von vorne starten. Brennende Kohle. Bindung zwischen den ganzen Öfen. Ich bin gespannt, ob der gleich ausgeht, wenn keine Kohle mehr da ist. Wenn es der richtige Weg gibt, es wäre kurz auf die Idee, in glühenden Ofen reinzuspringen, die Kohle rauszuholen. Oder? Wäre schon komisch, ne? Das kannst du ja kein Kind spielen lassen. So aus dem Hals rum, zack, da bin ich aus dem Ofen rein, da kommt sie. Was jetzt? Der tutet wieder. Okay, ich weiß nicht, ich hab was. Jetzt ist der Druck weg. Jetzt ist er weg? Ja. Ein Stück Kohle zu viel rausgenommen. Okay, ein Stück, das Stück muss wieder rein. Das hier. Okay. Sehe ich gleich wieder. Ja, voll. Deckel zu. Moment, ich helfe mit. So, den haben wir. Ich weiß wie. Da unten ist doch eine Fackel. Wo ist eine Fackel? Im Keller. Jetzt ernsthaft? Alter. 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 Ich weiß nicht mehr. Wie geil. Du bist so offensichtlich, dass man es nicht findet. Ja, das ist... Alter. Und was ist passiert? Wir haben es angezündet. Yeah! Hier, komm, du darfst auch einen anzünden.